So, mein. Okay, so meine Freunde, wir haben uns nach Armstadt für euch. Begrüße euch zur fünften Folge von unserer Competition. Und zum neunten Kampf. Es steht jetzt 5 zu 3 nach 8 Kämpfen. Und ich bin gerade echt überfragt, was ich mitnehmen soll. Auf alle Fälle sollte ich vielleicht Kribotag abusen. Kribotag wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Dann haben wir hier Wheelie und Kapaloris. Oh, da wäre vielleicht Roserade gar nicht mehr so dumm. Oh, ich habe bloß vor Simsala ein bisschen Angst. Ich rede mal mit Roserade. Krebutak. Und... Also alle unsere Nicht-Mega-Pokémon oder Nicht-Pokémon, die extrem stark sind. Mal gucken einfach mal, der plus 5 Pokémon dabei, der ist sich entweder sehr, sehr siegesicher oder fällt einfach bloß. Fein stößt mich gerade mein Essen leicht auf. Ludicolo gegen Roserade. Einschläfern kann ich es nicht. Ist schlecht. Aber ich kann eine Matschbombe drauf zimmern. So. Auch ein Eisstrahl, von dem sollte ich überleben. Oh, vergiftet, sehr schön. Das trifft dich gut. Eisstrahl von Ludicolo überlebe ich. Komm. Yeah, Roserade! Baby! Du bist ja die Beste, bist du! Fellow Dekolo ohne Regentanz ist sehr, sehr komisch. Als nächstes. Sableye. Schlafpuder. Oh. Echt jetzt um Mugetieb oder was? Juckt mich jetzt nicht wirklich. Bin ja eh speziell vom Angreifen her. Es schläft und haben den Zauberschein drauf. Und Stufe 4 ist das einzige, was das Vieh effektiv trifft. Oder wirklich sehr, sehr doll trifft. Wie man sieht. Sehr schön. War gar nicht mal so dumm, dass ich Roserade den Zauberschein draufgegeben habe. Oh, ich mag meine Pokémon. Ich liebe meine Pokémon. Das ist ein geiles, geiles Team. Das ist echt mit Verstand gebaut. Sitzt den Mondschein ein. Aufs Maximum heilen kannst du sowieso nicht. Und der Zauberschein ist jetzt tödlich. Bye bye, Sableye. Oh, das wird Sieg 6, so wie mir scheint. Und wie gesagt, wenn euch solche Competitions gefallen, dann könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Denn wir machen es auf alle Fälle Spaß, sowas mal zu spielen. Weil es auch immer ganz geil ist, wenn die Einschränkungen sind, hat man halt nicht immer dieses starre Road to Master, wo halt wirklich jeder alles mitnehmen kann. Sondern sagt man wenigstens ein paar Einschränkungen drin.
Spiel ist nicht ganz so abfuck hoch 10. Überreste. Okay, Hornstein liegt, Überreste sind drin. Da wird doch dann gleich mein kleines Krebutak kommen müssen. Und mit dem Krab haben wir alles durchzahlen. Aber die Idee hinter dem Team war gar nicht mal so schlecht von ihm. Muss ich sagen, das war gar nicht mal so dumm. Och, Gigasauger, was bitte, was denkt er sich? Ich würde denken, wir können mit einem Blättersturm hier durchreißen. Aber hier ist immer noch Gestein. Und Gestein hat ja auch so Beetle. Und nein, ich weiß nicht, was das für Beaks hat. Aber schätze mal, Wettersturm sollte reichen. Und er reicht. Ein klassischer 3:0 Sweep von Roserade. Das ist natürlich richtig geil. Na, Roserade, eines der besten Pokémon. Nicht umsonst. Nicht umsonst, meine Freunde. Ich hoffe, ich kann euch auch mal ein paar Mons zeigen, die hier nicht so Mainstream sind. So, der letzte Kampf für diese Woche. Und nächste Woche gibt es dann Rotomars Doppelfolgen. Mit den Matches hier, die dann danach kommen. Mit den restlichen 10. Also 20, 10 Folgen insgesamt und 20 Matches, die danach kommen. Und es ist echt hart. Ich muss ja am Samstag muss ich hier 20 Matches Rotomars aufnehmen. Und das ist richtig, richtig anstrengend teilweise. British Columbian, Kanada. Oh, das ist ein böses Team. Das ist ein ganz, ganz böses Team. Roserade, Altaria, dann haben wir noch drin Meditalis, Milotic, Frostedie oder Zumeryl. Wenn dieses Altaria zum Boosten kommt, bin ich gefickt. Aber auch nicht. Ich würde, denke ich mal, Frostedie mitnehmen. Zum Verkruppeln. Ich werde Megalugok mitnehmen. Ich habe die Vermutung, dass Krebutak auch einiges wegkockt. Jetzt mal so sagen, wie es ist. Einfach wegkock. Kock, weggekockt. Kock den Kock weg. Kock, kock. Und er hat mir gerade schon wieder einen Kommentar geschrieben. Ah, der Tio. Staraptor ist eine Hausnummer. Das stimmt. Staraptor ist ein richtig geiles Pokémon. Oh, Frostless. Na dann, T-Wave mir erstmal. Oh, das tut mir so leid. Das arme Kleine. Okay, das hat auf alle Fälle den Beste. Es hat mich auf 1 KP runtergehauen. Perfekt. Und ich gehe jetzt mal aufs Abgangsbund. Genau, danke. Danke für den Knuddler. Scheiß Vieh. Tschüss, Azumarill. Wo kannst du auch tschüss, Knuddeluff. Tschüss, Azumarill. War gut mit dir. Ich
springe jetzt erstmal Lugok rein. Weil ich nicht weiß, ob das der Moment ist für Krebutak. Große Rate, der Moment wäre nicht gekommen. Und ich muss mit Lugok Schutzschild machen, denn ich glaube, Mega Lugok ist nicht schneller als Große Rate. Okay, der Schutzschild war sinnlos. Altaria. Hätte ich doch bloß dieses Scheiß-Dings gemacht, ey. Komm, Donnerschlag und Paralyse. Donnerschlag und Paralyse, komm. Ja, das habe ich nämlich befürchtet. Altaria ist nämlich so eine Macht jetzt durch diesen Boost, durch die Mega-Evolution. Mega-Altaria. Eisgift-Stahlfee. Ich habe nichts, was sie effektiv trifft. Aber gar nichts. Ich kann höchstens noch auf die Paralyse jetzt hoffen. So, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Und zwar muss ich jetzt rausfinden. 65 von 100. 100. Ob ich das Vieh mit einem Krabhammer töten kann. Ich hoff's. In der Zeit hätte ich locker einen Dragon Dance reingekriegt. Hui. Scheiße, wie es auf 11 fällt, dass er schneller ist. Fuck. Jetzt kommt die Schallwelle, ich bin tot. Beim nächsten Ruheort, also beim nächsten Mal wieder die Hälfte hat bloß noch, mache ich einen Dragon Dance. Oh nein. Ja, natürlich war es der Tag. Das war jetzt der Punkt, wo ich verloren habe. Schön. Das war wirklich der Punkt, wo ich verloren habe, ey. Okay, schade war's. Es steht 6 zu 4 in unserer ersten Woche Road to Master Battle of Föhn. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.